Ja. Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Oh. Zauberer müssen. Dass man nicht der Hase ist. Und rein und wieder zurück. Oh. Das ist ja der Markier. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Aha. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Oh, das ist interessant. Da kommen wir weiter mit. Einmal an dieser Kristallstatue aus. Da habe ich schon einige der im Dorf gesehen. Auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Ja, so ruhigt man nämlich. Ratersuch im Felsflüstern. Okay. Aha, ich hab was verloren und du hast gesehen. Oha. Ein Mann mit Hund. Jemand meinen Namen gerufen? Oh, was? Okay. Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Ach du Schande. Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen Zauber lernen wirst. Doch ach du Schande. Du ihn bitten, das Portal in seiner Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Na, von ihm will ich ja kennen. Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der Kobold. Ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Von dem sollen wir jetzt was lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Okay. Der wiederholt jetzt immer die Mission, falls wir die mal vergessen haben sollten. Weg über die Mauer. Aha. Okay. Hier haben wir wieder die Fuchsstatuen. Zurück geht es nach Mauswald. Ja. Okay, wo uns jetzt viele neue Optionen offen stehen. Und lauter merkwürdige Gestalten. Ja gut. Wir müssen erstmal hier entlang. Ein Schmetterling. Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelt die da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, Papa ja Papp. Oha. Da fliegt der Schmetterling. Den Schmetterling können wir nicht anfassen. Mit dem können wir auch nicht reden. Sieht es fast aus, als hätte die Statue auch. Was? Und was ist mit dem Summen? Das sind aber viele Trinkpässe. In unserem Haus ist viel Platz. Ja, woher kommt das Summen? Jetzt sieht es fast. Aha. Natürlich bin ich aber jetzt interessiert, woher das umkommt.
es so nennen? Wollte ich auch gerade fragen. Geh mal hier. Oh. Durchgeguckt. Hallo, kleiner Mann in Grün. Bitte töte mich nicht. Ja, dann rede doch mit ihm. Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Klauen wir sie. Ja, klar. Hackepeter und Ziegendreck! Du kannst mich ja sehen! Was willst du von mir? Ich, suche ein Baumportal. Du willst in meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Mieser Erpresser! Ich würde jetzt sagen, ja. Kriegst deine Kleidung zurück? Und dreh dich um. Ja. Dann hilf dir. Und hör auf mein Kleeblatt zu starren. Ihr. Oh. Okay, jetzt hilfst du mir aber wirklich von nichts. Ich hab noch einen Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser. Was? Nun gut, triff mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Zeige ich dir den Weg in meine Welt, aber bringe bei Nacht im Rathaus. Profi-Erpresser? Ich will doch Zauberer werden. Was naja. Sagst du da, Junge? Das klingt nach schlimmen Selbstgesprächen. Quatsch! Hier war ein kleiner grüner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist der nicht gefährlich. Was? Nee, nichts. Nee. Wir haben einen grünen Hut. Nachts oben beim Rathaus. Wo ist denn das Rathaus? Das kommt mir noch relativ unbekannt vor. Wo finde ich denn das? Das ist das Rathaus. Und hier können wir dann auch mit dem Stein reden. So, lass uns mal ein Buch lesen. Oh, die Kirchenmaus ist weg. Und da ist der Kamikermann in Grün. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Und wie denkst du, soll ich das anstellen? Eine Leiter oder so? Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Uah. Stiehlt mir meinen Hut! Ja, wie sollen wir denn da jetzt hochkommen? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, ich dachte, du machst da ein Seil hin und dann ziehst du dich in dem Seil nach oben. Und wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Da war ich muss nicht gelöffelt werden. Die ganze Nacht und keiner kommt. Ich bin doch hier. Was für eine seltsame Statue. Ich höre ganz, als ob... Vielleicht verrät die uns was. Sie felsflüstern. Daraus werde ich bis jetzt noch nicht so schlau. Nicht so. Da sind keine Sterne, an denen ich mich orientieren kann. Okay. Das bringt nichts. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Da habe ich wieder keine Idee. Ja. Ja. Den mit Schokolade irgendwie runterlocken, oder? Ich muss aufpassen. Ja, das schließt ja noch in der Hand statt im Mund.
sagt Mama immer. Ohne Hut verkühle ich mir da drüben doch meinen süßen Klee. Ja. Den Hut vielleicht hochwerfen. Damit warte ich besser noch ein bisschen. Tja. Nein, ich bin besser. Wie willst du denn da hochkommen? Stiehlt mir meinen Hut? Tja. Oh, ein Nachtwächter. Guten Tag. Wohl eher gute Nacht. Was machst du denn hier? Ich wache über die nächtliche Stadt. So fühlen sich alle sicher und können in Ruhe schlafen. Einige haben von Ach, die Nachtwächter war das. In den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn pieken oder Alarm schlagen. Außerdem sehe ich nach, ob die Glühnüsse in der Stadt noch funktionieren. Ah, diese leuchtenden Nüsse, um die die Glühwürmchen herumfliegen? Glühwürmchen? Wir nennen sie Feuerfliegen. Ich mag Feuerfliegen. Unsere Familie stellt die Nüsse in Handarbeit her. Der Saft in den Nüssen leuchtet so ähnlich wie ein Feuerfliegenweibchen. Ah, ich verstehe. Ja, es ist etwas merkwürdig, aber das zieht die Feuerfliegen an. Ich hätte auch gerne so eine Nuss. Ich auch. Ich habe selbst keine zu Hause. Leider sind die sehr teuer. Außer dem Stadtrat und der Hasenfamilie kann sich die kaum jemand leisten. Aber... ab und zu. Die Igelfamilie hat doch eine. Vorbei. Wenn sie feiern, wenn ich da die ganzen Glühnüsse und die Glühnüsse. Die haben doch hier der. Wird mir immer warm ums der Zaubermeister, der hat einen. Und die Igel haben auch eine. Am Gut. Gut. Die nächtliche Stadt. Ach du Schande. Ist das die Hasenfamilie? Hier wird Geburtstag gefeiert oder was? Geburtstagsfeier. Hey, nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Was? Aber wieso denn nicht? Geschlossene Gesellschaft, klar. Schon mal was davon gehört? Nein. Was soll das sein? Geschlossen heißt, dass hier niemand mitfeiern darf, der nicht eingeladen wurde. Ach so, verstehe. Sag das doch einfach. Okay. Was feiert ihr denn? Na, Geburtstag. Was denn sonst? Du weißt ja gar nichts. Wird allerdings eine trübe Party ohne Torte. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Geht dich nichts an. Familienangelegenheit. Vielleicht sollte ich dir eine Torte mitbringen, dann kann ich auf die Party. Das sieht ja ganz lustig aus. Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und feierst nicht mit? Weil ich hier warten muss. Worauf wartest du denn? Darauf, dass du dich endlich um deinen eigenen Kram scherst. Wann bringt Anja endlich die vermaledeite Torte vorbei? Es gibt keine Torte auf eurer Party, stimmt's? Ich brauche eine Torte. Stimmt, du deine Nase weiß. Ich weiß auch nicht, was Anja aufhält, aber ohne Torte wird diese Feier ein Desaster. Anja. Das betrifft einzig und allein die Familie. Müssen wir mit der mal wieder reden. Es gibt keine Torte auf eurer Party. Oh ja, okay, das haben wir. Ja, stimmt. Ich weiß auch, aber das betrifft... Wo kommt das tolle Licht auf eurer Fete her? Das kommt natürlich von den Glühnüssen, die Familie des Nachtwächters in Handarbeit herstellt. Aber okay. Auch das geht dich nichts an. Genau wie alles andere. Was bedeutet nochmal geschlossene Gesellschaft? Das heißt, dass alle, die hier nichts verloren haben, die Klappe halten und sich verkrümeln sollten. Na, der naja, ist ja mal nicht so kieskönig. Na, dann feiert mal schön. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. Na doch. Eine hübsche Blume. Jetzt können wir hier rein. Wunderschön, wie sie das Mondlicht reflektiert. Können wir hier den... Müssen wir nicht den Umweg durch die Stadt nehmen. Sondern können hier lang. Ja, oder auch nicht. Oha. Was für eine Versammlung.
Brettern, die die Welt bedeuten. Sieht aus wie ein Stillleben. Aha. Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, wird das sogar besser als eine Bank zu holen. Aha. Schild. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Mit dieser Show hat ein zweites Standbein. Ja, das ist ja. Den Handel mit Dingen, Sachen. Das ist ja viel besser. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer. Wie schade. Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Stand. Okay, das hatten wir schon. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da staunst du was. Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein, ich dachte nur gerade... Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht... Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzufassen. Na, da bin ich aber gespannt. Wie, na dann. Lerne ich hier noch einen meiner 4 Zaubersprüche. Das glaube ich kaum. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Okay. Aha. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Wusste ich auch nicht. Ich helf nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Schau zu stehlen. Ja, ja, ich mach ja schon. Junior die Schau zu stehlen. Oha, komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. In der Tat, es ist Magie. Bitte, bitte, nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das wird mein eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior! Ja, so viel Aktion von diesem Junior, das ist hier wirklich. Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Also, ich finde es fantastisch, wie viel Aktion hier der kleine Junior macht. Das ist hier wirklich. Der hat auch so lange Dialoge und so wirklich. Das ist hier wirklich ein ausgestalteter Charakter. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Das ist ja, die Wassernuss? Also, Charaktertiefe. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde im Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Aha. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Aha. Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Ich glaub's ja nicht. Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich auch. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also. Oh nein, lass es gut sein. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße. Oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh, ich wusste nicht. Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist nicht alle Witze kommen an. Jerry, bei allen. Komm von der Bühne! Nochmal, Entschuldigung. Schon okay. Er hat's nicht so gemeint. Ich weiß. Jerry! Du kannst Igeln doch keine Straßenwitze erzählen. Das weißt du. Hier.
Wollte ich auch sagen. Kannst du von einem Igel keinen Straßenwitz erzählen? Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. Okay. Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Ja. Geschlossen. Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Da müssen wir wohl am Tag mal da rein. Nun ja, das Buch. Da war das Buch. Ja, setz dich dorthin, wo dich keiner sehen kann. Oh, und schon ist es wieder Tag. Der kleine Jerry, der schläft von hier. Schläft nie in seinem Leben. Oh. Der Zwerg. Herr Steinberg. Da bist du ja wieder. Siehst du, was du angerichtet hast? Was denn? Bah, Nebenwirkungen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Und das auch noch tagsüber. Entschuldigung. Okay. Schon in Ordnung. Immer noch besser als Zwergenschnupfen. Jo. Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Ich könnte dir einen hübschen Let's Play Part von der Night of the Rabbits empfehlen. Ich brauche einen Kuchen. Willkommen zurück. Stift und blanker Papier. Aha. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Oh, das wäre super, wenn die Hasenfamilie backen soll. Willst du mir helfen, die Torte zu machen? Aber unbedingt. Vielen Dank, mein Krokantküsschen. Auf dem kleinen Zettel stehen alle Zutaten. Oh, sehr gut. Okay. Die Hasenfamilie wird sich sehr freuen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Das wäre nicht schlecht. Gut, Zutatenliste. Die behalte ich besser. Anschauen. Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Okay, Schokolade haben wir schon. Rote Beeren, die können wir dort... Die können wir bei uns vom Haus kriegen, aber die habe ich jetzt natürlich nicht mit. Ja, außer die Beeren wären es. Tja, das kann ja... Das kann ja lustig werden. Voll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Tja, Milch und Sirup und Beeren. Tja. Wo kriegen wir die Zutaten jetzt her? Das ist hier die Frage. Ja, bei Nacht, das ist auch ganz interessant, was hier jetzt bei Nacht so passiert. Ja, hier wollten wir nicht hin. Nee, ich wollte ganz woanders hin. Fahrt in das Rathaus und dann wollte ich zu den Igeln. Das war der Plan. Und da stehen die Herr Kirchenmaus und sein Sohn. Ja, waren wir in diesem Part heute noch nicht. Jeden Tag. Ja. Ganz genau wie ich es mag. Jetzt haben wir doch Milch. Vielleicht können wir von der Milch uns. Riecht noch ganz lecker. Jetzt können wir uns. Da kommen wir jetzt hier. Ganz genau. Jetzt dann hätten wir schon Milch.
Einen Rest haben wir hier wahrscheinlich nicht erstmal. Aber die Milch können wir schon abgeben. Das wäre doch schon mal ein Weg. Das wäre doch schon mal ein Plan. Na komm. Hämmern werkeln jeden Tag. Das klingt nach einem Plan. So, hier entlang zum Café. Wo wir die Beeren und den Sirup herkriegen. Ja, vielleicht dort im Wald bei den Zwergen. Vielleicht könnte man da irgendwas. Hier sind Tautröpfchen. Weiß nicht, wie wir die einsammeln können. Hast du da vielleicht Beeren oder so? Das sieht so ein bisschen was nach Beeren aus. Ich hab Milch für dich. Hier, Milch. Einfach ausgeschüttet. Warum nicht? Vielen Dank, mein Krokantkrüstchen. Es fehlt nur noch eine Handvoll süßer roter Beeren. Und dann noch Rübensirup. Rübensirup und... ja, Beeren. Tja. Vielleicht können wir der Maus irgendwie in den Garten folgen. Nee, dann lässt es ja nicht durch. Das ist Privatbesitz. Raus aus dem Garten. Vielleicht können wir hier warten. Ich das Buch lesen, bis Nacht ist und dann. Wenn ich hier zu lange lese, machen die zu und setzen mich vor die Tür. Auch wahr. Den Schlüssel nehmen und absperren. Den Schlüssel lasse ich besser weg. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Ja. Zu lange wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Aha. Oh, da hätte ich eine Idee. Das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Ah, okay. Sie hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Oh, jetzt sehr gut. Ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinkommt. Jetzt kann ich nicht in den Garten. Okay. Jetzt können wir nachts vielleicht dahin durch. Das Uhrenteil statt dem Schlüssel benutzt. Ist sehr großartig. Ja gut. Der Weg ist versperrt. Na dann. Gute Nacht. Hier ist wieder Geburtstagsfeier. Hier schmeißt die Party. Und jetzt können wir doch nachts hier einbrechen. Na sehr gut. Oi. Ja gut, das ist der perfekte Cliffhanger für eine kleine Aufnahmepause. Ja, okay, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht bei der Night of the Rabbits und ich hier vielleicht ein paar Beeren bekomme und die Zutaten, die noch übrig sind für den, ja, für den schönen Geburtstagskuchen. Ja, da mich darum tatsächlich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut rein, ciao, ciao.